Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich lese hier gerade mal wieder so einen Artikel im Merkur. Ich habe ihn unten verlinkt. Aus dem Landkreis H in München, ne? Ist mal wieder so ein Chefarzt für Suchtmedizin und Psychotherapie am Start. Der mal da raushaut, wie gefährlich das Cannabis ist. Es könnte Psychosen auslösen, Wahnvorstellungen. Es können auch Bier und Schnaps. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ich habe schon einige Leute auf Intensivstationen gesehen, die aus dem dritten Stock gesprungen sind, weil sie dachten, im Zimmer ist ein Dämon. Punkt. Habe ich euch nicht erst letztens erzählt, dass es solche Geschichten von den Prohibitionisten gibt? Brennt, Verfolgungswahn, bla bla bla. Wenn das wirklich passiert, dann sind die Leute nicht nur am Kiffen, dann nehmen die auch noch andere Sachen und sind eh schon psychisch total angeschlagen. Die hätten lieber nicht zur Droge greifen dürfen, aber egal welche Substanz das sie nehmen, die drehen durch. Und ich finde das ganz schön hart, dass er das so auf Cannabis reduziert. Und vor allem sagt er, die Konsumenten werden immer jünger und das Cannabis immer stärker. So, ich bin 52 heute, 2019. Ich habe mit 18 Jahren angefangen, aber die Leute um mich herum, die ich so gekannt habe und kenne, die haben alle schon sehr viel früher angefangen. Ja, da waren einige dabei mit 16 oder 17. Und da war das aber so, dass die einen geregelten Weg gegangen sind. Ja, die haben Ausbildung gemacht, haben die Ausbildung geschafft und haben Arbeiten angefangen und haben halt da ihren Gesellenbrief gemacht und so weiter und so fort. Viele sind heute echt Gemachte. Ja, ganz normal, wie halt das bei normalen Menschen halt der Fall ist. Dass es nicht gebröselt hat, das hat einen anderen Grund gehabt. Und das ist auch derselbe Grund, warum das andere zerbröselt. Dass die halt mit anderen Drogen dann vielleicht auch mal anfangen oder dass halt sonst irgendwie was Härteres nehmen. Also bei mir hat das aber den Grund gehabt, dass ich halt das nicht glauben wollte mehr. Man hat ja behauptet, Cannabis wäre so schlimm. Und weil es nicht gestimmt hat, habe ich halt dann auch was anderes ausprobiert. Aber jetzt nochmal zu dem stärkeren Cannabis. Es mag schon sein, dass das die deutsche Hecke früher, aus Deutschland stammendes Cannabis, dass das früher schlecht war. Das ist auch richtig. Kopfschmerzen und sonst nichts. Aber deswegen haben wir ja Haschisch geraucht. Und das, liebe Leute, war genauso stark wie das Zeug heute. Da gibt es gar keinen Unterschied. Das Einzige, was halt einen Unterschied macht, ist, dass Menschen, wenn sie anfangen mit dem Cannabis, dass sie sich da eher mal verschätzen, weil sie das halt überhaupt nicht erwarten, was da passiert, wenn sie das erste Mal was konsumieren. Weil es dann doch sehr stark ist. Das ist schon so. Aber es würde ihm beim Hasch genauso passieren. Ja? Ich habe Leute kotzen sehen vor dem Herrn, wenn sie Joints geraucht haben und Tabak drin war, dann wirklich ein sehr starkes Hasch. Ich habe einen sogar mal erlebt, der nur auf Haschisch, auf eine Purpfeife gekotzt hat, aber nur weil er Zigarette geraucht hat danach. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der auf Cannabis pur, ohne irgendwas anderes dazu, einfach so loskotzt. Aber ich habe viele Leute erlebt, die einen Brechreiz haben und ihn damit unterdrücken können. Die rauchen was und dann ist das weg. Dann können sie auch plötzlich wieder essen. Also medizinische Effekte habe ich sehr viele erlebt. Ein Mann, der im Rollstuhl gefesselt war und dann nur am Zucken ist. Bei einem lauten Geräusch zuckt der Soll so. Bababam. Wenn der was geraucht hat, kannst du klatschen und laut sein, was du willst. Der ist halt gelöst in seinem Rollstuhl drin. Der hat keine Krampfanfälle mehr. Weißt du, was ich meine? Warum muss man das überhaupt jemanden vorenthalten? Die Menschen nehmen das aus verschiedenen Gründen. Und die Spitze des Eisbergs von dem schädlichen Missbrauchskonsum, das ist das, was hier immer anprangert. Die paar Prozent da oben, die es so extrem übertreiben, die würden es auch mit dem Alkohol so übertreiben. Dann hätten wir solche Menschen wie Stern-TV bei der Familie Ritter da ständig zeigt. Also wirklich Menschen, die so abgeschlossen haben mit allem Möglichen schon und ziemlich tief unten sind in der sozialen Schicht, die sich halt totsaufen würden, wahrscheinlich, wenn sie das Geld hätten oder sich mit Zigaretten totmachen. Das müsste es nicht geben.
Jetzt stell dir mal vor, die hätte Cannabis konsumiert und nicht gesoffen. Vielleicht wäre die aus dem echten Wahn rausgekommen und hätte ihre Kinder nicht so komisch erzogen. Wer weiß denn das? Niemand. Er muss aber nicht einmal ausprobieren kann. Schau mal, wir haben jetzt in Berlin und auch sonst so in ganz Deutschland sehr viele Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind, die teilweise sehr schwer traumatisiert sind. Also wenn du auch posttraumatische Belastungsstörung hast, dann ist so ein Cannabis ein sehr wirksames Medikament dagegen. Es hilft beim Vergessen. Es hilft beim Verdrängen oder es hilft beim zur Seite schieben. Und es hilft auch sehr gut, so diese ganzen unwichtigen Sachen wieder zu vergessen, die das Leben so manchmal begleiten. Ne? Echt wirklich unwichtiges Zeug. Wenn man das dann da vergessen hat, ist Platz da für was Neues. Energie und Platz für was Neues. Deswegen behaupte ich, dass langjährige Cannabiskonsumenten eher intelligenter werden, statt dümmer. Ja? Und dieses extreme dagegen wehren, dass es freigegeben wird, das hat einfach nur Profitgründe. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn jeder einzelne Gegner seine Profitgründe hat. Der eine hat die Brauereien im Rücken, so wie der Typ da aus den Freien Wählern da aus Bayern, der einfach mal die ganze Grüne Partei als Kifferpartei beschimpft, die gelbe Finger hätten, während er in einem Bierzelt drin steht, wo alle zoffen sind. Hä? Und er selber wahrscheinlich auch. Sonst wird er so einen Scheißdreck nicht rausgeschissen aus seinem Maul. Also sowas ist es eklig, dass alles zu spät ist. Sonst hätte er sowas nicht gesagt. Hey, weißt du, was ich meine? Sowas sagt man nicht. Das ist einfach nur eklig. Menschen erstmal alle in einer Partei zusammenschmeißen, wäre es nur eine Person. Dann behaupten, dass der nur für die Kiffer da wäre. Das Einzige, was die machen, ist einfach logisch nachdenken. Und dann versuchen sie auch mit so einem Schmarrn daherkommen. Die haben noch nie einen Schwein gesehen. Ich habe Säue gesehen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich kenne Bauern. Ich habe denen ihre Schweine und Ferkel gesehen und die Kühe. Und die sind plötzlich nicht mehr draußen gestanden, sondern plötzlich eingesperrt waren. In der Scheiße gelegen sind und dann immer schlechter behandelt worden sind. Mit eurer Scheißpolitik. Weißt du, du bist da so ein ekliger, rückwärtsgewandter, du bist ja schon fast ein Brauner. Das ist ja so wirklich eklig, was der Typ da rausgelassen hat. Weißt du, Und da siehst du mal, der Alkohol macht die Zunge locker. Verstehst du das? Da sind wir ja Kiffer 100.000 Millionen mal lieber als wie dieses aggressive Mann da. Das geht ja gar nicht. Was bist denn du für einer, hey? Und die Leute, die dem auch noch zujubeln, glaubt ihr vielleicht, dass ihr euch hinter eure Berge verstecken könnt, wenn irgendwann, dass der Klimawandel euch nicht betrifft? Glaubt ihr vielleicht, dass die Flüchtlinge nicht zu euch kommen? Weißt, wer die ersten Flüchtlinge sein werden? Wir aus dem Küstenbereich, wo es Flachland ist, wenn einmal die Meere steigen und das Wasser zu uns kommt, Alter, dann kommen wir zu euch. Und glaubst mir, du willst die Stadtleute nicht bei dir in die Berge haben. Du willst es nicht bei dir auf dem Land haben. Wir sind anders drauf, leider. Die Stadt verroht. Ja? In der Stadt wirst du richtig verroht und da gibt es nicht mehr das nicht, dass du jeden kennst. Du kennst du niemanden. Und du wirst zu niemandem kannt. Hm? Das ist leider so. Ich verstehe gar nicht, dass alle Leute in die Stadt sind. Du verlierst du alles. Ich wäre gern wieder auf dem Land. Ich wäre gern wieder in Bayern. Ja? Aber solange Leute wie ihr da an der Macht seid, komme ich da nicht hin. Peace out.